Ich wollte von Anfang an keine Werkschau dokumentieren über meine aktuellen oder über meine vergangenen Arbeiten, sondern ich wollte einen Blick in die Zukunft wagen und habe dann auch lange überlegt, wie ich das tue, in Form von Skizzen oder in Form einer Erzählung, die ich schon begonnen hatte. Und ich habe mich dann aber entschlossen, das noch zu radikalisieren, damit es vielleicht von den Leserinnen und Lesern noch einfacher memorierbar ist. Natürlich ist ein Blick in die Zukunft immer mit der Gefahr verbunden, dass man vielleicht, wenn man dann mal in der Zukunft ist, nicht recht hatte. Aber ich glaube, wir riskieren viel zu wenig dadurch oder viel zu viel dadurch, dass wir nicht genug in die Zukunft schauen. So war für mich klar, ich schaue in die Zukunft und ich versuche, einige der Konstituenten, der Randbedingungen oder das, wovon auszugehen ist, zu formulieren. Es ging mir um die einzige Kompetenz, in der ich kompetent bin, in der einzige Fachbereich, in dem ich kompetent bin, nämlich um das Bauschaffen. Es sind erste Pfeiler, die ich in den Boden geschlagen habe, erste Pflöcke, die eine Diskussion entzünden sollen. Und viele dieser Pflöcke sind wissenschaftlich indiskutabel klar. Und manche sind eher Zielvorgaben, wie die 17. und wahrscheinlich wichtigste These Natura mensura est, also die Natur ist das Maß aller Dinge. Das heißt, wir Menschen müssen aus einem reinen Egoismus-Überlegung herausschauen, dass das Environnement, in dem wir leben, funktioniert. Und das ist die Natur. Muss plakativ sein und es muss natürlich auch aufrüttelnd sein. Deshalb ist die Farbe eben auch genau dieses Rot und kein anderes. Und so kam vieles zusammen, dass natürlich Recyclingpapier verwendet wurde und nur eine Druckfarbe, dass es kein einziges Gramm Klebstoff in diesem Bericht gibt, sondern dass er handvernäht ist, dass er selbstverständlich nicht in eine Kunststofffolie verpackt ist, sondern in ein gewachstes Papier. Und all diese Dinge, die eigentlich Prinzipien meines Schaffens sind, nämlich rasant schön in der Erscheinungsform, aber trotzdem unter dem Titel Natura Mensura laufen dürfen. Die habe ich damit hineingepackt. Also die Verbindung zu und mit Werner Sobeck und seinem Schaffen ist ganz einfach. Das Thema Nachhaltigkeit und die Verantwortung für unsere Zukunft. Das ganz klare Bekenntnis, dass wir uns für Nachhaltigkeit engagieren, respektvoller Umgang mit Ressourcen und unserer Umwelt. Mit den Lichtelementen oder Lichtsäulen haben wir mehrere Dinge bewirken wollen und ich denke auch geschafft. Auf der einen Seite ist es das Übertragen der Botschaft auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise, indem der Interessierte dort diese Zitate, diese Thesen nochmal aufnehmen kann. Er schaut sich das an und bringt es in die Verbindung mit der Lichtkunst, für die Zumtobel steht. Er schaut sich das noch detaillierter an und stellt fest, das Ganze ist ja aus feinen Holzlamellen hergestellt. Also auch da steckt unsere Haltung ganz, ganz tief drin. Ich denke, was mich sehr berührt und beschäftigt, ist, wie die Thesen einen zum Nachdenken anregen und die konsequente Umsetzung, wie der Geschäftsbericht geschaltet wurde. Also da ich letztes Jahr diese Aufgabe von meiner Schwester Karin übernommen habe, war es der erste Geschäftsbericht, den ich betreue und verantworte. Und die respektvolle und professionelle Zusammenarbeit mit Herrn Sobeck und Stefanie Weidner wird mir für immer in guter Erinnerung bleiben. Dafür möchte ich mich bei beiden bedanken. Es hat großen Spaß gemacht.